Nennen Sie einige Kennzahlen für den Bildungscontroller. Kennzahlen, aber für den Bildungscontroller. Das ist hier das Entscheidende. Nicht einfach Kennzahlen nennen, sondern Kennzahlen für den Bildungscontroller. Einen Schritt zurücktreten, durchatmen. Was ist hier das Wesentliche? Was muss der Bildungscontroller kontrollen? Und wenn wir dann das überlegen, dann kommen wir auch auf Kennzahlen. Zum Beispiel Kostenvergleiche. Ja, die Kosten, ja, was soll er vergleichen? Kosten vergleichen, Kostenvergleiche von Weiterbildungsmaßnahmen. Kostenvergleiche von Weiterbildungsmaßnahmen. Ja, so, und dann sind die Kosten der einen Maßnahme eine Kennzahl und die Kosten der anderen Maßnahme eine zweite Kennzahl und die vergleicht er dann. Dann, wo wir schon mal bei den Vergleichen sind, Vergleiche von Kosten interner und externer Weiterbildungsmaßnahmen. Dann Gebührenvergleiche externer Anbieter. Gebührenvergleiche externer Anbieter. Maßnahmenkosten je Teilnehmer. Ja, Sie sehen grundsätzlich, dass der Bildungscontroller sehr viel mit zu tun hat mit Kosten. Kosten in allen Höhen, Breiten, Tiefen. Ja, Vergleich von Kosten, hier schon wieder Kosten. Gebührenvergleiche, man könnte hier auch schreiben Kostenvergleiche, ja. Maßnahmenkosten, hier ist wieder das Wort Kosten. Ja, also sehr viel mit Kosten in allen Höhen, Breiten und Tiefen vergleichen. Das ist eine Kennzahl. Weiterbildungskosten, schon wieder. Weiterbildungskosten je Mitarbeiter, ich kürze mal ab, pro Jahr. Wäre schon wieder die nächste Kennzahl. Ja, und vielleicht dann noch Anteil Weiterbildungskosten an Gesamtkosten. Ja, das sind sicher einige Kennzahlen. Die Frage, wie viel man hier hinschreibt, beantwortet sich durch die Punktzahl und das Zeitbudget. Ja, man sollte ein Gefühl dafür haben, wie viele Minuten pro Punkt hier vorgesehen ist. Das sind alles keine Geheimnisse. Das weiß man, ehe man in die Prüfung geht, weiß man das Zeitbudget. Und dann kann man ausrechnen, wie viele Minuten pro Punkt hier vorgesehen sind. Es sind immer 100 Punkte in den IHK-Prüfungen, aber das Zeitbudget kann 90 Minuten sein, 120 Minuten, 240 Minuten. Und dementsprechend hat man mehr oder weniger Zeit pro Punkt. Ja, und daraus kann man dann ableiten, wie viele Kennzahlen man jetzt hier nennen soll. Aber wir haben hier schon eine ganze Menge. Also das reicht. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.